Willkommen zurück hier zu Inbetween und ich bin sehr gespannt, was dieses Spiel heute so zu bieten hat. Einen Tod, wie wir sehen, einen unangenehmen Tod in der Dunkelheit, ganz alleine. Moment, nein, 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 ich will da... Okay, ich muss da abwechselnd. Ich dachte, ich muss unten rein. Einmal hier runter. Und die Zwischenteile, die nutze ich dann nur, um entsprechend sicher durchzukommen in die Vertiefung. So, die Teile da unten würde ich gerne mal ignorieren. Das tue ich am besten so. Genau. Ey! Ich bin gerade... Nee, ich hab's sogar. Ja, ja, ich war in der Luft. Ich habe gerade nach unten gedrückt, weil ich im letzten Moment gesehen habe, dass das dunkel ist da oben. War leider zu spät. So, einmal schnell hier rüber. Da will ich hin, genau. So, wie kriege ich jetzt diese Teile? Ja, natürlich, genau, hier oben. Geht mal hier rüber. Und dann warte ich die nächste Phase ab. Und dann kann ich ganz gemütlich, genau, hier runter. Das war ja einfach. Mann, habe ich mich da angestellt. Und ich würde auch hier sagen, komm, die drei Levels nehme ich noch mit. Was soll's. Okay, vielleicht war es ein Fehler, ich weiß es nicht. Moment. Ach so, ja, ja, okay. Das Teil, das mich gerade blockiert, schiebt den Lichtkegel, den Lichtkreis nach oben und unten. Verdammt, das war zu früh, okay. Das heißt, ich muss sozusagen hier warten, bis es nach unten geht. Ich muss das in einem Zug machen. Sehr gut. Und jetzt kann ich es nämlich blockieren, beziehungsweise mir die größte Ausdehnung erstmal hierher holen. Dann... Holy moly! Bleibst du stehen? Bleibst du nicht? Okay. Bleibst du wohl nicht. Also gut. Das Ganze nochmal. So, was muss ich da drüben machen? Muss ich da einfach nach rechts fallen? Yep. Dann muss ich... Wah! Das war blöd. Ich muss den Schalter drücken. Damit ich die... Bleibst du da? Ah, verdammt. Damit die Tür da aufgeht. Ich bin mir hier nicht zu schnell. Das hat mich gerade umgebracht. Ich warte hier einfach mal, bis sie wieder zurückkommt. Siehste, geht doch. Ach, ach nö. Die Lücke könnte ruhig ein kleines bisschen größer sein. Gerade wenn man hier so unter Zeitdruck steht. Komm. Ah, siehste, das. Ah, das gibt's doch nicht. Komm, das kann doch jetzt nicht sein. Okay, da war ich hier zu schnell. Interessant. Also ich muss hier wohl am Anfang einfach kurz warten. Dann kann ich hier runter. Komm schon, das ist machbar, oder? Dass ich da direkt die erste Phase mitnehme? Ja, natürlich ist das machbar. Und wenn diese blöde Kamera hier nicht so wackeln würde, dann würde ich sogar sehen, was ich tun soll. So, kann ich hier auf dem Schalter bleiben? Ja, natürlich kann ich das. Sehr gut. Okay. Das jongliert die beiden da oben. Was tut das? Ach so, nee. Die wackeln alle hin und her. Ich kann nur jeweils immer einen davon festhalten.
Ich glaube, hier ist... Ne, das passt. Ach so, natürlich. Ich muss die einfach nur synchronisieren. Ich dachte, ich muss die nacheinander irgendwie festhalten. Muss ich gar nicht. So, ich halte jetzt den mal unten fest. Bis der zweite kommt. Jetzt halte ich den... Ach, das ist der zweite, ne? Mist. Ich dachte, das wäre der dritte. So, jetzt sind die beiden schon mal synchron. Jetzt halte ich den hier unten fest. So. Aber ist das so klug? Ich glaube, nein. Ich glaube, der muss ein bisschen hinten dran sein. Und ich glaube, der muss auch ein bisschen hinten dran sein. Denn ich will da ja durchlaufen, ne? Genau. Und was? Was? Die geht wieder zu. Wie gemein ist das denn? So, noch ein bisschen verzögern. Noch ein bisschen verzögern. Ja, so ist gut. Jetzt verzögere ich mal. Nee, das ist die zweite. Ach, ich bin doch dumm. So sollte das passen, oder? Ja, noch ein bisschen. So, kommt der erste, dann kommt der zweite. Genau. Und dann kommt der dritte. Etwa so. Ein bisschen. Ja, so ist gut. Perfekt. So, jetzt, also, ne? Nochmal ausprobieren. Ach so. Nee, okay, die geht nicht wieder zu, wenn ich nochmal drauf gehe, sondern die geht auf, wenn ich drauf gehe. Und sobald ich runter... Oh, komm schon. Ach, komm schon. Und sobald ich von dem Schalter runtergehe... geht der Timer los, der die Tür wieder abschaltet. So, kann ich da nicht... Ja, so viel dazu. Ich muss das früher machen. Och, wie, das wird nicht gespeichert. Och, Spiel, das könntest du aber speichern. Wenn ich die hier schon so synchronisiere. Das sollte gespeichert werden, meiner Meinung nach. Einmal kurz hier verzögern, dann da verzögern. Dann hier öffnen und durchfallen. So, wer sagt's denn? Das geht doch mit dem Durchfallen. Funktioniert doch klasse. So, was muss ich hier tun? Ich habe hier diese Viecher. Ich habe da oben zwei Schalter. Wie komme ich da hoch? Ich komme so nicht hoch. Ich müsste hier... Genau, da hoch muss ich... Uah! Der Safe-Punkt ist hier echt fies. Muss ich mal einfach feststellen. Der ist hier wirklich gemein. So, komm, fall rüber. Was? Komm, das reicht. So ist gut genug. Muss ich hier direkt von der Ecke abspringen, quasi? Ich hätte nämlich gedacht, dass es gerade so nicht reicht mit den Stachelteilen. So, jetzt will ich, glaube ich, nach links fallen, dann nach oben. Dann... Ah, kapiert. Alles klar, kapiert. Nur, wie komme ich jetzt darüber? Reicht das denn aus? Ja, das reicht aus. Ja. Yeah. Yep. Habe ich schon erwähnt, dass der Safe-Punkt hier echt fies liegt. Naja, aber gut. Sobald man das hier einmal raus hat, geht es ja ganz einfach. So, einmal die Ecke. Gut. Dann warte ich hier kurz. Dann will ich natürlich hier hoch, ich Depp. Nicht hier drüben rechts wieder zurück. Ja! Sehr schön. Level geschafft. Und den vorletzten, genau, den vorletzten und den letzten, den gibt's dann in der nächsten Folge. Vielen Dank, dass ihr dabei wart. Und ja, bis dahin.